Hallihallo, ich bin's mal wieder und jetzt geht es durch Welt 1 Zone 3, auch für alle Geheimräume. Und ja, Abkürzung gibt's hier ja nicht. Aber, und ja, und damit das besonders einfach ist, habe ich mir hier schon mal die Regenbögen mit hinzugeholt, denn für den Erfolg ist es ja nun nicht, es ist ja nun wirklich nicht notwendig, sich das Leben hier schwerer machen zu müssen als nötig. Die Kerze, ja, hierfür ist sie sinnvoll, die Dinger abzufackeln, was man auch machen muss, denn ansonsten passiert dieses hier, glücklicherweise, und man ist verstrickt. Es ist hier in dieser Welt auch ein Erfolg, sich nicht verstricken zu lassen. Das geht auch relativ einfach, wenn man nicht so fehlt wie ich, wenn man das mit den Regenbögen macht. Ich werde die Regenbögen, ja, unterstützend einsetzen. Ja, wo sie eben sinnvoll sind. Ja, hier in die Pflanzen darf man auch nicht in die Mitte reinspringen, sonst fressen die einen auf, das muss ja dann auch nicht sein. Tja, ich kürze jetzt hier ein bisschen ab. Und dann machen wir uns mal auf den Weg. Ganz am Anfang ist hier noch nicht so sehr viel los. Wer wirklich dringend Münzen braucht, der kann hier durchgehen und sich durch das Labyrinth erschlagen. Na, was hat er hier vor? Ja, um dort auch eine Bienenkönigin zu finden, inklusive Wabe. Da die Bienenhunde deuten das ja schon an, dass es da weitergeht. Das spare ich mir jetzt einfach mal. Denn wir haben ja hier nicht ewig Zeit. Jetzt überlege ich gerade, ist das eigentlich sinnvoll, was ich hier gerade mache? Nö, eigentlich nicht. Da wir doch die Regenbögen haben und hier vorne erstmal sowieso nichts Geheimes ist. Denn wir müssen erstmal weiter zum nächsten Checkpoint. Tja, und ich habe mich tatsächlich auch mal aufgemacht und alle Münzen. Erst ins Rubine, jetzt ins Münzen. Hier alles Fähren zu sammeln. Das war auch gar nicht so schwer, ich kann schon mal sagen. Offensichtlich braucht man nicht die Waben der Bienenkönigin dafür. So, jetzt wollen wir aber hier nicht an Geheimräumen vorbeirennen. Also am zweiten Checkpoint, der ist relativ gemein. Ich rüste schon mal die Bomben vorher aus, wenn man ein bisschen Herzen verliert. Springt man hier rauf und stellt sich nicht an wie doof. So wie ich. Und geht da einfach durch den Wasserfall, nachdem er die Tür aufgesprengt hat. Sieht wunderbar einen Geheimraum. Er freut sich wieder hier. Das ist aber hier dieses Mal nicht alles. Hier ist die Kerze nämlich doch nochmal sehr sinnvoll. Man kann nämlich hier den Boden abfackeln. Das freut ihn hier auch. Ah, endlich. Und wenn man jetzt hier noch eine Bombe auf den Fußboden wirft. Zack. Ja, wie man darauf kommen soll, keine Ahnung. Vielleicht, wenn man hier Demolition Man ist unterwegs. Der verkauft jetzt hier ein paar Sphären. Die einzig wirklich sinnvolle ist allerdings diese hier. Die ist nämlich 50 Sphären wert. Und man kann sie für 25 kaufen. Ich glaube aber, dass man das nur einmal machen kann. Ich habe das schon einmal gemacht. Die anderen, da, die ist eine wert, kostet aber 10, soweit ich weiß. Und die... Das ist auch nicht wirklich sinnvoll. So, dann kommen wir hier raus. Das sind Geheimräume 1 und 2. Die waren also günstig zu haben hier. Im Doppelpack billiger. Tja, dann gehen wir mal weiter. Swoop, swoop. Tja. Da hoch kommen wir jetzt leider nicht mehr. Gut. Immer viel springen hier drin. Das hilft, um nicht ganz so viele Herzen zu verlieren. Da könnte man es sogar halbwegs verlustfrei schaffen. So. Ich verfolge einen ja. Nur, das ist gar nicht gut. So, aber ich bin schneller und viel trickiger unterwegs und da haben die keine Chance. Und jetzt sollte ich sie abgehängt haben. Ja. Juhu, das war ja schon mal sehr schön. Gut, aber da wir hier eh alles haben und ich die Regenbögen habe, klemme ich mir dann jetzt mal den offiziellen Weg. Tja, ich hoffe ja, dass es noch sehr, 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 sehr viele Level davon geben wird und dass sie das auch nicht nach dem April hier rausnehmen.
Weil das eigentlich, ja, das, man kann es ja nicht so laut sagen, aber es macht eigentlich viel mehr Spaß als das Original. Swoop. So, wo sind wir denn jetzt gelandet? Naja, wo sind wir hier? Alles klar. Ich stelle mich auch schon wieder an wie der letzte Idiot. Da muss ich das halt auch mit ein paar Herzen bezahlen. So, hier ist es gut, dass wir die Ringbögen haben, sonst wird dieser Weg hier etwas schwieriger zu erreichen, zu dem nächsten Geheimraum. Und den erreichen wir nämlich einfach hier über diesen Pilz. Plopp, und in den wieder runterspringen. Und da sehen wir hier schon die Tür. Sehr schön. Und hopp hinein. Tü-tü-tü. Juhu, Geheimraum Nummer 3. Sind ja noch 3 to go. So, einen finden wir hier tatsächlich auch noch. Sogar vielleicht sogar noch 2. Ja, der nächste Geheimraum ist, tja, mittelfristig sehr ätzend. Man kann da sehr viel Zeit bei verlieren. Und wir müssen Laune sterben. Ich will mal gucken, ob ich das dieses Mal verhindern kann. Der nächste Geheimraum, dafür müssen wir da das Krokodil betäuben. Tja, und uns dann wieder mal auf meine, ja, Jumping-Skills verlassen, die ich ja immer so unbedingt habe. So. Das hat ja schon mal halbwegs verlustfrei hier geklappt. Jetzt denkt man, man kann da hinten weitergehen. Das stimmt auch. Das ist aber hier natürlich dann nicht der richtige Weg, denn wir müssen... kann man von hier noch gar nicht sehen. Wir müssen hier wieder unsere Lieblingswurzeln hinauf und dann da nach oben. Ja, und wenn man so gut springen kann wie ich, schafft man dann nicht mal den ersten Sprung. So. Jetzt aber. Ja, der Sprung hier ist auch doof. Einmal, da muss man erst hochspringen, bevor man nach vorne springt. Dann kommt man hier eigentlich ganz gut rauf. Und hier muss man jetzt aufpassen, dass man nicht gleich wieder schief runterspringt. So, das ist jetzt hier relativ ätzend. Man muss sich aber hier über die Pilze den Weg nach oben bahnen. Und so sollte man es nicht machen. Na gut. Aber wir haben ja noch ein paar Herzen, ein paar Leben. Ich schneide was. So, da sind wir wieder. Nächster Versuch. Die Sphären braucht man hier auch für die 100%. Logischerweise. Ah, so, jetzt habe ich hier doch einen Run. Ja, man soll den Tag auch nicht vor dem Abend loben. Hm, dahin oder dahin? Ich glaube, das schaffe ich nicht. So. Kann man den direkt machen? Ja, ich glaube, den konnte man direkt machen. Sehr gut. Ha, das klappte ja schon mal richtig gut. Und schwupp, sind wir hier oben. Für die Sphäre müsste man natürlich, oder für die beiden müsste man noch weiter nach oben springen, wenn man den alle Sphären-Erfolg haben möchte. Wir begnügen uns jetzt aber damit, dann hier runter zu gehen, hier rüber zu gehen und dann da vorne auf den Pilz zu springen. So, gar nicht so einfach zu erreichen, aber hier drin gibt es auch den kostenlosen Elite-Skill, den man einmal pro Level einsetzen kann, Motus Atem, der dann wohl alle Gegner vom Platz räumt. Ich habe ihn noch nie gebraucht und beim Endgegner hilft er eigentlich auch nichts. Aber den gibt es hier für Umme, kann man einmal einsetzen, wenn man in arger Bedrängnis ist. Kann ich ja vielleicht gleich auch nochmal zeigen, wie der denn aussieht. Ja, das ist dann der vierte Geheimgang. Den kann man von überall sehen, aber man kommt schlecht ran.
Tja, habe ich einen übersprungen? Es sieht fast so aus. Gut, dann muss ich gleich nochmal zurückgehen. Das kann ja nun nicht sein. Ja. Das kann ja nun nicht sein. Kommt doch gleich noch. Ah ja. Okay, wunderbar. Habe ich tatsächlich einen übersprungen. Der Geheimgang hier vorne ist ja auch noch relativ offensichtlich. Direkt vor dem Endgegner. Zack. Da kann man sich die Schleuder drin kaufen. Und anderen nutzlosen Kram. Dann wollen wir jetzt nochmal zurückgehen, um den letzten abzuholen. So, bleibt man noch ein bisschen betäubt. Krokodil. Ach, ich kürze einfach ab, indem ich ein Leben verliere. Sehr schön. Hat das was geholfen? Wo sind wir denn hier? Ja, das hat was geholfen. Gut. Gut, gut, gut. Genau. Denn der letzte Geheimgang, der ist, meine ich, da hinten. Dafür müssen wir uns erstmal wieder den Weg nach oben frei machen. Das ist gar nicht so schwer. Jedenfalls, wenn man sich nicht ganz so blöd anstellt wie ich. So. Na dann. Swoop. Ah, die Regenbogen braucht man hier denn echt nur zur Unterstützung. Ach ja, hier war ich ja vorhin. Bin ich ja vorhin gestorben. Und werde es wahrscheinlich auch gleich wieder tun, wenn ich mich weiter so anstelle hier wie der erste Mensch. So. Genau, da hinten gibt es noch eine Tür. Da kommt man auch von zwei Wegen ran. Man kommt auch von hier ran. Den Weg würde ich empfehlen, wenn ihr alle Sphären einsammeln wollt. Ich werde jetzt diesen hier nehmen. Da darf man leider sich auch nicht allzu viel Zeit lassen, weil die Affen, die ich jetzt natürlich nicht getötet habe, hier hinwerfen können. So, und der Sprung hier ist relativ weit und ätzend. Da muss man schon relativ genau springen. Ich hoffe, ich schaffe es. Jupp. So, wunderbar. Das wären dann alle Geheimräume. Was auch perfekt ist. Den Erfolg kriegt man natürlich erst, wenn man den Boss besiegt. Das mache ich dann. Ja, mache ich das im nächsten Part. Schneide ich alles zusammen und schaffe ich das. Wir werden es erleben. Ich werde jetzt. Ja, ich werde ein bisschen schneiden und stehe dann gleich beim Boss. Swoo swoo, und da sind wir auch schon beim Boss. Der ist hier auch ein bisschen einfacher, weil man hier Regenbögen hat. Und Regenbögen sind ja immer sehr viel wert. Ich habe den jetzt noch nie alleine gemacht, aber es empfiehlt sich, die Schleuder auszurüsten. Der funktioniert im Prinzip so, er macht viele, viele Standardattacken. Aber sein Amulett ist seine Schwachstelle. Dass ich jetzt leider nicht getroffen habe, was heißt, dass ich gleich zu nah oder hätte sie abbekommen. Tja, wenn da nicht der Regenbogen wäre, der im einfachen Modus da ist. So. Flucht! So, dann holt man sich so einen Edelsteinsplitter raus und schmeißt ihm den in den Mund. Zack. Das macht er überhaupt nicht. Und dann haut man ihn. Irgendwie hat er jetzt ein bisschen weniger Energie, aber immer noch gefühlt zu viel. Aber das passt sich offensichtlich der Gegner besser an. Tja. Wenn er platt ist, ist er platt. Das heißt, wir sehen uns, wenn er platt ist. Und da geht er down. So, hat er dann doch noch erstaunlich gut geklappt. Da findet sich dann ein Herzchen drin.
wenn man das zum ersten Mal macht und dann hat man 4 Herzen und hier würde die Truhe kommen, wenn ich nicht im Kinderleichtmodus gespielt habe. Also dann, vielen Dank, tschüss Zuschauen und bis dann. Tschüss.